Hallo und herzlich willkommen heute auf der LearnTech. Wir sind heute ja mit der Schule hier auf der wunderschönen LearnTech. Und dann zeigen wir euch heute mal ein bisschen, wie der Tag abläuft. Und dann sehen wir uns gleich im Video. Können Sie ein bisschen über Ihren Stand hier erzählen? Weil Sie haben uns ja hier eingeladen, kurz wo wir vorbeigelaufen sind. Da wollten wir noch mal ein bisschen auch für die Öffentlichkeit wissen, was hier genau ist. Ja, genau. Also wir sind ein ganz kleines Start-up, gerade erst angefangen. Und wir haben uns mit einer Grammatik-App beschäftigt. Also wir entwickeln eine Grammatik-App, um eben das langweilige Thema der Grammatik einfach spielerisch, lustig zu vermitteln. Also auch so für freies Lernen. Genau, ja, also wenn die Lehrer sagen, hier macht mal eure Hausaufgaben zu Hause, das ist sehr oft schreiben, ja, also oder Präsentation machen, ich weiß ja nicht, ne, also es ist eher langweilig. Jetzt könnte der Lehrer sagen, macht mal ein bisschen Grammar Bricks zu Hause und dann kann man so im Zug, im Bus oder wo man auch gerade ist, in der Badewanne ein bisschen zocken. Ja, und dieses Zocken, das Spielen, ja, ist gleichzeitig aber auch ein Lerneffekt, also man lernt ja was dabei. Also ist das nicht so Zeitverschwendung, wie das oft von den Eltern dann vorgeworfen wird. Ja. Ja, weil es gibt ja auch verschiedene Lern-Apps auch schon von Minecraft, also Mojang so in dem Prinzip. Aber was ich ja vor allem auch gut finde, dass es halt so ein am Handy gibt, auch so ganz kurz, wenn man halt, wie Sie schon gesagt haben, so in der Badewanne kurz einfach mal halt kurz Handy raus und was die meisten eh machen und da einfach mal ein bisschen Grammar Bricks machen. Genau. Ja, genau das ist die Idee. Und im Moment haben wir die wichtigsten Themen der Grammatik. Wir versuchen eben möglichst eine breite Gruppe von Lernenden anzusprechen, also nicht nur Kinder, sondern Erwachsene natürlich auch. Jeder letztlich, der sich für Spiele interessiert und für Sprachen interessiert. Und ja, das ist unser Ziel. Und es ist jetzt im Moment für Deutsch als Fremdsprache, aber Englisch soll natürlich noch kommen. Es soll Spanisch, Französisch, alle Sprachen. Und da wir mit Farben arbeiten, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, du hast in der Grundschule, also sogar im Kindergarten mit dem Bricks gearbeitet und dann siehst du, okay, der ist blau, die ist violett und das ist grün und dann kommst du zum Englisch und dann ist alles weiß. Das ist nichts, das ist ganz blass, aber das gibt es gar nicht scheinbar. Es gibt kein Geschlecht im Englischen. Und umgekehrt, wenn ihr Französisch dann lernt oder Spanisch in der Schule, seht ihr, blau gibt's, rot gibt's, aber grün gibt es scheinbar gar nicht. Also das gibt es im Spanischen nicht. Und so kann man Grammatikunterschiede und Gemeinsamkeiten auf einen Blick sofort erkennen, ohne dass man die Wörter tatsächlich lesen kann. Die Strukturen aber erschließen sich. Also wird wirklich auch speziell mit Farben gearbeitet und nicht einfach nur irgendwelche Farben ausgewählt. Genau, also die sind auch ganz konsequent eingesetzt. Ja, also Plural ist dann zum Beispiel gelb, das Verb ist rot, weil es im Zentrum des Satzes steht. Und ja, das ist letztendlich die Quintessenz, die Methode von Grammar Bricks, das Farben, das Arbeiten von Farben, das Haptische, das Anfassen, ne, das Bewegen. Und das geht ja so weit, dass man das letztlich auch weiterführen könnte und zu VR. Also eine VR-Brille aufgesetzt und dann ist man in einem Raum und hat irgendwelche Bricks und danach da geschlichtet. Und dann sitzt man, kommt man so ganz erschöpft an und dann fragen die Kumpels so, ey, was hast du nur gemacht, was ist denn los? Ich habe Grammatik geübt, was sonst? Ja. Ja, weil das ist echt cool. Also sehr coole Innovation. Auf jeden Fall vielen Dank. Können Sie ein bisschen über Ihren Stand hier erzählen? Ja, klar. Wir sind hier auf der Messe und können hier eine Komplettlösung präsentieren, wo wir VR-Brillen nutzbar für die Schule haben. Und das als nicht nur die Hardware, nicht nur die Software zum letztendlich Steuern, sondern auch mit Content. Und das sind wir letztendlich hier als gesamtheitliche Lösung. Und was macht Ihre Firma mit den VR-Brillen so besonders? Weil es gibt ja auch schon auf Amazon und eBay überall schon VR-Brillen. So in der Form gibt es das nämlich nicht und das ist das Gute. Wir sind sehr, sehr unique auf dem Markt, weil die Brillen sind letztendlich Brillen, die wir über Pico beziehen. Da haben wir keine Datenschutzthemen. Wir haben dann aber ein Case entwickelt, was hinter uns steht, wo wir 30 VR-Brillen gleichzeitig mit laden, lagern und sichern können. Zusätzlich haben wir noch auch die Brillen, haben wir noch Tablets damit bei und wir können das über einen Touchscreen alles sauber steuern, damit wir damit arbeiten können.
Okay, sehr cool. Und wie könnte man das so in der Schule dann nutzbar machen mit irgendwie Übungsmaterial oder wie sieht es dann aus? Das ist automatisch schon damit drauf. Und zwar ist es so, wenn man hergeht und sagt Plattentektonik im Erdkundeunterricht. Hast du schon gehabt? Ja. Yeah. Okay. Was ist hier davon hängen geblieben bis jetzt? Nicht viel. Okay, hättet ihr das aber tatsächlich über die Feuerbrillen gemacht, dann würden wir nämlich mit euch zusammen über Vulkane fliegen. Dann könnten wir nachher rausfliegen und die Welt von außen betrachten und können sehen, wo sind die ganzen Risse, wo dann die Vulkane entstehen und so weiter. Und das macht uns besonders, dass wir dann wirklich Lerninhalte haben, die wir auch dafür nutzen können für den Unterricht. Also wenn die jetzt in der Karl das angucken, wie können sie sich das Gefühl dann vorstellen? So, so als wenn ich drin wäre, wenn ich die Brille jetzt auf hätte und gerne gleich auch mal aufnehmen noch die Brille, ist es so, dass man dann staunt und dann denkt, man ist selber da, wo der Vulkan ist. Oder ich bin zum Beispiel in einem Kolosseum und ringsherum sehe ich die wahnsinnigen Menschenmassen, die mich drumherum sind, und ich bin direkt immersiv mitgenommen. Und dadurch, dass ich das aber erlebe, VR-Brille wird es dann so visualisiert, dass einfach so wie in echt ist. Dürfen wir die VR-Brille kurz auch in die Kamera halten? Aber sicher doch, ich kann mir gerne eine nehmen. Das hier ist zum Beispiel ein aktuelles Modell von uns, wo man dann sagt, okay, hier das hier stelle ich mir normalerweise auf, gucke dann da rein und kann dann 360 Grad ringsherum mich drehen. Und dann der Controller, auch schon mal ganz wichtig, weil ich damit natürlich auch gewisse Themen dann bestätigen kann, weil ich Aufgaben erfüllen muss und mich bewegen kann damit. Und wie kann man sich dann mit diesem Joystick ein bisschen vorstellen? Ist halt wie ein Laserpointer, sieht man den dann hier drin. Und damit kann ich dann sagen, okay, ich ziele auf ein Ziel, wo ich hin möchte, und dann kann ich mich da teleportieren zum Beispiel, oder ich kann damit Elektronen verschieben aus dem Physik- oder Chemieunterricht, ganz viele verschiedene Dinge. Und wissen Sie auch, wie die Firma darauf gekommen ist, nochmal sowas Spezielles von VR-Brillen zu entwickeln? Ja, also grundsätzlich kommen die meisten Entwicklerstudios eigentlich aus dem Game-Bereich. Was Schönes, Cooles gemacht und haben dann aber gemerkt, okay, in der Schule können wir das noch viel, viel besser anwenden, und wir möchten natürlich unseren Schülern viel, viel mehr wieder neuen Spaß auch mitgeben am Lernen, und das geht hiermit sehr, sehr gut. Ich glaube auch, viele haben halt diese VR-Brillen so kennengelernt, doch durch dieses ganze Gaming. Ja, definitiv. Ja. Genau. Aber nicht traurig sein, das ist fast so cool wie Game, wenn ich das auch im Unterricht nutze. Okay, vielen Dank für Ihre Information. Sehr, sehr gerne. Dann euch noch einen schönen Tag hier. Danke.